Gebäude 21 ist ja da, das Pendant zu Labs aus Escape from Tarkov, jetzt auch auf DMZ, dem Extraction Loot Shooter Modus von Call of Duty. Super geil, die Map macht mega Spaß, ist aber nicht so easy, ist sogar sehr, sehr schwer. Und ich erkläre euch jetzt einmal, wie die Map aufgebaut ist, wie der Spielfluss ist und was man rausholen kann aus Gebäude 21. Für das Gebäude 21 braucht ihr die Zugangskarte DLC Gebäude 21. Ich habe ein separates Video dazu gemacht, wie ihr am besten rankommt in der Kurzzusammenfassung. Die beste Methode meiner Meinung nach ist es, die Kisten zu looten von abgeschossenen Flugzeugen. Da findet ihr am ehesten diese Zugangskarten. Ansonsten wichtige Infos für das Gebäude 21. Es gibt kein Team-Up mehr. In der allerersten Instanz konnte man noch Team-Uppen, also sich verbünden, zwei Dreier-Teams zu einem Sechser-Team. Das geht nicht mehr. Außerdem ist es hier kein lockeres Rumlaufen, sondern es geht hier um Leben und Tod. Es werden vier Dreier-Teams auf die Karte geschickt, also 12 Spieler. Und in der Regel entkommt ein Team, vielleicht zwei Teams. Aber es ist doch schon ein sehr heftiges Gameplay. Und es ist hier nicht so wie auf Almasra, dass man als Solospieler zum Beispiel locker rumlaufen kann und sagen kann, ach komm, den lassen wir mal überleben. Das passiert eher selten. Nach dem Motto töte oder werde getötet, kann man aber auch hier sehr, sehr viel mit rausnehmen. Unter anderem gibt es hier Waffenkoffer mit 6 Belohnungen. Ab dem 7. Koffer kriegt ihr 25.000 Erfahrungspunkte, also auch eine sehr effektive Art, XP zu farmen. Wer die Chimäre noch nicht hat, überall liegen die Chimäras rum, die dann natürlich auch für euch freigeschaltet werden. Das ist ja der DMZ-Modus. Ansonsten kriegt ihr auch ohne Ende gemoddete Waffen in den Waffenkisten, die von den Gegnern, also Waffen mit wirklich sehr, sehr vielen Attachments. Damit könnt ihr eure Kontraband-Stash richtig schön füllen. Und zu guter Letzt hat Gebäude 21 eine einzigartige Atmosphäre, das einfach richtig Spaß macht, auf diese Karte zu gehen. Wer jetzt gedacht hat, dass Almasra als Solospieler schon hart ist, für den wird G21 absolute Hölle sein. Und zwar empfehle ich hier tatsächlich, mit Leuten reinzugehen. Also ganzes Solo ist eigentlich wirklich keine Option. Mit Random Teams, okay, das geht mit Random Spielern, je nachdem habt ihr dann Glück oder Pech, je nachdem, wenn ihr dabei habt, aber das ist ja auf beiden Maps so. Aber ganz alleine ist hier wirklich keine Option. Am besten natürlich mit einem festen Team, so dass man sich auf Discord oder auf Teamspeak absprechen kann. Und optimalerweise ist das Team sogar noch voll gegeert. Das heißt mindestens ein Zweier, wenn nicht sogar eine Dreierplatte, einen Rucksack und eine Maske bereits mit am Start. Und natürlich eine gute Waffe, damit ihr eine Chance habt auf Gebäude 21. Ihr startet bei 12 Minuten 45 in einem von 5 Spawnbereichen. Und habt dann 12 Minuten 45 Zeit zu entkommen. Nach dieser Zeit läuft ein weiterer Timer von 3 Minuten ab. In diesen 3 Minuten startet dann die Radioaktivität. Das heißt, es ist genauso wie auf Almasra. Die Grundzeit vergeht und dann verbreitet sich sozusagen die Zone. Und nach 3 Minuten ist definitiv die Runde vorbei. Es gibt ja aber noch weitere Timer. Und zwar ist das so, dass verschiedene Schwierigkeitsstufen ausgesprochen werden. Also nach 12 Minuten 40 startet Phase Bravo. Also nach 5 Sekunden. Das bedeutet sozusagen, dass die bewaffneten Einheiten die Anlage stürmen. Nach 11 Minuten startet Phase Charlie. Hier finden besondere Dinge statt, zu denen ich gleich komme, aber die Einheiten werden eben nochmal verstärkt. Und eine weitere Phase gibt es zwar bei der 5. Minute, also 5 Minuten vor Schluss, startet Phase Delta. Und hier ist es so, dass wirklich gepanzerte, schwere Einheiten nochmal die Anlage stürmen. Also das wird schon extrem gefährlich. Eine Empfehlung ist es, vor dieser 5 Minute zu extracten. Und schließlich gibt es noch Phase bei 0 Minute, Phase Echo. Und Echo leitet eben diese Radioaktivität ein und schickt nochmal gepanzerte Einheiten raus. Also hier rauszukommen ist schon sehr, sehr hardcore. Kommen wir zu den Türen und Ausgängen. Und zwar ist das so, dass wir ab der 12 Minute ein Security Lock bekommen. Also die Leute versuchen sozusagen die Sicherheitstüren zu hacken. Das dauert 60 Sekunden, das heißt 12. Minute startet das Ganze, in der 11. Minute endet das Ganze. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Sicherheitstüren geöffnet sind. Ihr bekommt also Zugang zu gewissen Bereichen, dazu kommen wir gleich noch. Also ab der 11. Minute könnt ihr gewisse Bereiche betreten und der Serverraum ist hackbar. Es gibt einen Serverraum für ein Easter Egg. Hier ist sozusagen dieser Serverraum ab dieser 11 Minuten hackbar. Der letzte Timer ist vielleicht einer der wichtigsten, und zwar, das ist der bei 7 Minuten. Und zwar starten bei 7 Minuten die Exfiltrationen, das heißt, Fahrstühle werden aktiviert und fahren die Ebenen ab. Ab der 7. Minute könnt ihr also einen Fahrstuhl rufen, wenn er sich in eurer Nähe befindet. Ihr seht immer an dem Symbol, an dem Exit-Symbol. Da müsst ihr da hinrennen und den Fahrstuhl aktivieren. Aber das Ganze startet zwar ab der 7. Minute, aber es gibt noch einen allerletzten Timer, keine Angst, das ist wirklich der letzte. Und zwar ist der bei 3 Minuten. Bei 3 Minuten ist es nämlich so, dass die Fahrstühle aufhören, nach oben und unten zu fahren. Ab der 3. Minute sind die Fahrstühle auf der 3. Ebene.
also im obersten Stockwerk. Das heißt, da findet ihr sie nur noch oben. Wie funktioniert das Ganze jetzt mit den Fahrstühlen? Das ist ganz simpel. Ihr geht hin und ruft den Fahrstuhl. Dann müsst ihr 30 Sekunden warten, bis der Fahrstuhl kommt. Also spielt keine Rolle, ob ihr es in der 7. Minute macht oder in der 3. Minute, wenn ihr oben seid. Generell braucht der Fahrstuhl 30 Sekunden. Und wenn der Fahrstuhl da ist und die Tür geöffnet hat, bleibt er für 30 Sekunden da. Also wenn ihr nichts macht, dann steht er da 30 Sekunden rum. Ihr könnt aber innerhalb des Fahrstuhls einen Knopf drücken und damit sozusagen den Exit sofort aktivieren. Sofort ist aber auch relativ. Sobald dieser Knopf gedrückt ist, fangen die Türen an zuzugehen. Und jetzt pass auf, ihr habt 10 Sekunden Zeit, bis die Türen so weit zu sind, dass ihr nicht mehr reinkommt. Also sie schließen sich wirklich ganz, ganz langsam innerhalb, also während die sich schließen, könnt ihr noch eure Kollegen rufen, komm. Und ihr habt 10 Sekunden Zeit, bis wirklich keiner mehr reinkommen kann. Und sobald dieser Punkt überschritten ist, müsst ihr nochmal 10 Sekunden warten, bis die Türen komplett zu sind. Also das Schließen der Türen dauert 20 Sekunden. Und wenn diese Türen zu sind, dann habt ihr es geschafft. Und die Exfiltration ist endlich abgeschlossen. Jetzt habe ich gesagt, dass sie die Ebenen durchfahren und dass ab der 3. Minute die Fahrstühle in der 3. Ebene ganz oben sind. Komme ich hier nochmal zu der Karte. Und zwar gibt es 3 Ebenen. Ebene 1, das Untergeschoss, der Keller. Ebene 2 ist sozusagen die Hauptebene. Und Ebene 3 ist das Obergeschoss. Die Maps sind rechteckig und jede Ecke bekommt einen Buchstaben zur Bezeichnung. Und zwar ist unten links A1 im ersten Geschoss. Oben links B1, oben rechts C1, unten rechts D1. Die Treppenhäuser sind entsprechend beschildert, haben dann die Buchstaben A, B, C, D. Und damit können wir uns orientieren, dass A, B im Westen liegt und C, D im Osten. So als Grundorientierung. Jetzt ist es so, wenn ihr in der Ebene 1 seid, also im Keller, dann seht ihr dieses weiße Schild DRC und das zeigt genau nach Westen. Das heißt, wenn ihr da hinschaut, ist links von dem Schild A1, rechts davon B1. Und genau das sind auch die Spieler-Spawn-Punkte. Also bei A1 kann ein Team spawnen, bei B1 kann ein Team spawnen. Hinter euch, wenn ihr hier so steht, könnten ebenfalls Team spawnen, also D1 und C1. Und das Besondere, genau gegenüber von dem Schild DRC ist ein Fahrstuhl. Und auch hier in der Mitte sozusagen kann ein Team spawnen. Das ist also praktisch der gefährlichste Spawn. Dabei spawnen die Teams nicht im Untergeschoss unbedingt, sondern entweder auf zum Beispiel A1 oder A2. Aber die Region ist immer dieselbe. Also A1 oder A2, B1 oder B2 und so weiter. Kommen wir zu den wichtigsten Raumbezeichnungen. Und zwar ist das so, dass hinter diesem Schild DRC der Serverraum liegt. Ich habe ihn vorhin schon angesprochen. Er ist ab der 11. Minute hackbar. Er ist aber sofort begehbar. Also ihr könnt reingehen, der ist nicht abgeschlossen. Serverraum hinter dem Schild zwischen A1 und B1. Außerdem befindet sich hinter dem DRC-Schild so ein bisschen Richtung B1, also ein bisschen sozusagen nach Norden raus, ein Generatorraum. Hier sind schöne Kisten und ein Tresor, also ein sehr, sehr lohnenswerter Raum. Außerdem befindet sich hier der Blue Key Room, also der blaue Raum, den ihr betreten könnt, wenn ihr einen blauen Keycard, einen blauen Keycard-Schlüssel dabei habt. Auch hier 3 orangene Kisten und schöner Loot. Außerdem gibt es in dem Bereich hier hinten eine Waffenkiste und die Waffen hier sind oft gut gemoddet. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, die Waffenkiste zu öffnen. Wenn wir jetzt ein bisschen nach links schauen von DRC, also Richtung A1, also ein bisschen südlich, dahinter befindet sich jetzt der schwarze Raum, The Black Room, und hierfür braucht ihr die Black Keycard, die relativ schwierig zu kriegen ist. Auch hier ein lohnenswerter Lootraum. Und schließlich haben wir noch einen grünen Raum, und zwar Richtung C1, also Richtung Nordosten. Da ist es so, dass hier mehrere grüne Türen sind und mehrere grüne Räume. Das heißt, die grüne Keycard ist sozusagen die einzige Karte, die euch mehrere Räume aufschließt, wobei ihr natürlich entscheiden müsst, dann welche ihr bevorzugt. Das ist einfach persönlicher Geschmack, einfach ausprobieren. Während also jetzt in Ebene 1 wirklich viele Räume sind, ist in Ebene 2 gar nicht so viel los. Wir haben hier einmal eine Buystation, hier gibt es relativ günstig Sachen zu kaufen, das ist schon mal cool, also ist günstiger als auf Al-Masra. Und hier gibt es den roten Raum und der Red Room befindet sich im Norden, also zwischen B1 und C1 und beinhaltet ebenfalls 3 orangene Boxen und ein bisschen Loot. Schöner Raum, aber ihr seht schon, insgesamt ist hier nicht so viel zu holen. Es gibt so ein paar Tresore noch zu knacken. Ebene 2, im Endeffekt ist es eine Ebene, um zu looten. Warum will man hier looten? Man kann ziemlich wertvolle Sachen, also der Loot ist hier generell geboostet ohne Ende. Ihr bekommt sehr, sehr wertvollen Loot, egal wo ihr reinschaut. Und das Ding ist, dass es in jeder Ecke einen Dead Drop gibt. Das heißt, wenn ihr Waffen auf Cooldown habt, könnt ihr das nutzen, um die Waffen relativ schnell freizuschalten. Und zwar ist in jedem Treppenhaus, in jeder Ecke, also A1, B1, C1 und D1, im Keller unten ein Dead Drop und da könnt ihr die Sachen direkt ablegen und dann weiter looten. Während also Ebene 1 so für die Ausrüstung und Easter Eggs zuständig ist, Ebene 2 für hauptsächlich guten Loot, ist Ebene 3 sozusagen die Kampfebene, und zwar findet ihr hier Folgendes.
Der Wilson-Roboter ist hier oben am Rumpatrouillieren. Sehr, sehr, sehr gefährlich. Seine Minigun schießt instant und kann mich sehr, sehr schnell downen. Auch über große Entfernungen, den ganzen Gang und sogar über die Gänge hinweg. Also sozusagen von einem südlichen Gang auf den nördlichen Gang über die Mitte, die frei einsehbar ist. Also sehr, sehr, sehr gefährlich. Und wenn ihr ihn seht, dann definitiv die Option hier, die beste auszuweichen. Einen anderen Weg zu nehmen oder sogar in eine Ebene runterzuspringen. Hauptsache, er holt euch nicht. Wenn ihr euch aber entscheidet, ihn anzugreifen, er braucht wirklich viele, viele Treffer. Hier empfehlen wir auf jeden Fall Semtex und einiges an Bomben, Raketenwerfern oder sonst irgendwas. Also Wilson-Roboter zu downen ist relativ schwierig. Aber wenn ihr ihn downt, dann ist die Belohnung eine Black Keycard. Also hier kriegt ihr die Black Keycard für Ebene 1, die wir vorhin angesprochen haben, bei A1. Also das lohnt sich, wenn ihr die Karte haben möchtet. Ansonsten ist der Loot eher so mehr, so ein paar Festplatten lässt er noch fallen. Mehr ist hier nicht zu holen. Wo aber mehr zu holen ist, ist beim Boss und auch erst hier in der dritten Ebene, das ist Velikon. Velikon, der Boss, hat einen Granatwerfer und der hat es wirklich in sich. Der kann euch one-shotten. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn ihr ihm begegnet, dass ihr seinen Granaten ausweicht. Aber wichtig zu wissen, er hat halt nur begrenzt Munition und zwar 6 Granaten. Das heißt, wenn ihr mitzählt und er 6 Granaten abgeschossen hat, dann ist der Zeitpunkt da, ihn anzugreifen. Er braucht relativ viele Hits, hat viel HP, aber wenn ihr ihn downt, kriegt ihr als Belohnung seinen Granatwerfer, was sehr, sehr cool ist. Dieser Granatwerfer kann mit rausgenommen werden, wird zur Kontrabandwaffe und kann dann auch auf Al-Masra benutzt werden. Sehr, sehr coole Sache, wie ich finde. Ansonsten gibt es hier auf Ebene 3 noch Labore ohne Ende, sogenannte Nebenlabore, Hauptlabore und die Waffenkammer, die sich dann öffnet, wenn ihr den Serverraum hackt. Und hier bekommt ihr dann den berühmten Waffenkoffer. Kommen wir also jetzt zu dem Spielplan an sich. Waffenkoffer holen ist das Easter Egg sozusagen, was man hier machen kann. Und zwar funktioniert das so. Ich habe vorhin gesagt, ab der 11. Minute ist der Serverraum hackbar. Das heißt, ihr geht auf Ebene 1 zwischen A1 und B1 hinten in den Serverraum rein. Das ist dieser rote Bereich, da geht ihr einfach rein und geht dort an den Rechner, wenn ihr aus dem Haupteingang reinkommt. Das ist der dritte rechts. Das heißt, in die dritte Reihe geht ihr rein, dreht euch um und dort könnt ihr den Rechner, den Server sozusagen hacken. Das Ganze geht ab der 11. Minute, dauert relativ lange und in der Zeit seid ihr komplett verwundbar. Werdet auch angegriffen, also sobald der Hackprozess startet, kommen Einheiten. Das heißt, eure Kollegen sind in dem Moment dafür verantwortlich, euch zu verteidigen. Ganz, ganz wichtig, dass sie euch schützen und dass ihr sozusagen den Hack durchzieht. Brecht ihr nämlich ab, müsst ihr wieder von vorne starten und der ganze Spaß fängt wieder von vorne an. Ist der Serverraum gehackt, müsst ihr eben in diese dritte Ebene und dort in die Waffenkammer. Und jetzt gibt es verschiedene Wege und auch verschiedene Meinungen. Einige sagen, ja, man soll die südlichen Eingänge nehmen. Andere sagen, es geht nur D1. Also, pass auf, das ist so. A1 ist meistens geschlossen, also A3 besser gesagt. Also, wenn ihr den A-Gang benutzt und ganz oben versucht, in die Ebene 3 zu betreten, ist es oft so, 90% A ist geschlossen. Da kommt ihr nie rein. Was aber meistens offen ist, ist B. Es ist also nicht notwendig, unbedingt ganz die Seite zu wechseln und runter zu gehen auf C oder auf D in das Treppenhaus da hochzulaufen. B reicht meistens völlig aus. Das bedeutet, wenn ihr den Serverraum verlasst, dann geht ihr rechts rum und da in das Treppenhaus und geht von dort aus in die dritte Ebene. Dort könnt ihr meistens, nicht immer, aber meistens die Tür öffnen und seid dann in der dritten Ebene und könnt dort in den Waffenraum laufen. Den Waffenraum erreicht ihr, indem ihr von B Richtung A lauft, also nach unten lauft. Und da lauft ihr sozusagen bei A1 auf diesen Armory-Raum zu. Wenn der Server gehackt ist, steht die Tür hier bereits offen. Ihr seht also sofort, okay, eine offene Sicherheitstür, da könnt ihr reingehen. Dort findet ihr verschiedene orangene Kisten und ein Tresor. Sobald ihr den Tresor knackt, kommen natürlich wieder Einheiten, die ihr verteidigen müsst. Das Ganze geht relativ schnell und dann habt ihr bereits Zugriff auf den Waffenkoffer in diesem Tresor. Wer jetzt aufgepasst hat und die Zahlen im Kopf hat, da wird sich jetzt Folgendes denken. Okay, pass auf, 11. Minute gehen wir in den Serverraum und hacken das Ganze. Okay, dann gehen wir nach oben, holen den Waffenkoffer. Jetzt ist es so, lohnt es sich jetzt den Waffenkoffer zu nehmen und zum Fahrstuhl zu rennen? Nein, warum? Weil wir ja gesagt haben, dass die Fahrstühle erst ab Minute 7 kommen. Genauso wie auf Al-Masra ist das so, dass ihr, sobald ihr den Koffer in die Hand nehmt, markiert werdet. Jetzt gibt es hier keine Minimap. Das heißt, ihr werdet über alle Ebenen markiert. Die Leute sehen euch wie durch Röntgensicht durch die Ebenen. Es ist also ziemlich riskant, den Koffer jetzt schon in die Hand zu nehmen. Viel besser ist es, ihn liegen zu lassen und zu warten, bis die Fahrstühle da sind. Also bis zur 7. Minute oder sagen wir mal bis 5 Sekunden davor zu warten.
bis 7 Minuten sozusagen die X-Files starten, dann den Koffer erst zu schnappen, ihr werdet sichtbar, rennt zum Fahrstuhl, aktiviert ihn, wartet die 30 Sekunden ab, bis er da ist, geht rein, wartet die 20 Sekunden ab, bis er weg ist und exfiltriert mit dem Koffer. Und der Koffer gilt für das ganze Team. Also theoretisch könnten sogar 2 Leute draußen bleiben, Hauptsache derjenige mit dem Koffer entkommt und die Teambelohnung ist für das ganze Team gegönnt. Ihr könnt 6 dieser Waffenkoffer holen und der 6. Koffer bringt euch eine Blueprint. Ziemlich cool, die beste Chimera-Blueprint, wie man schon sagt. Also es lohnt sich. Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, nee, ich habe keine Lust, den Waffenkoffer zu machen. Und bei mir zum Beispiel ist es so, ich gehe solo rein, das heißt mit random Teams, in dem Fall also nicht ganz solo, mit Randoms. Und da ist es ja so, einige wissen ja gar nicht, was Sache ist, Junge, Junge. Andere sind Profis und haben ihre Ziele. Es ist natürlich, man muss sich natürlich ans Team anpassen. Das heißt, auch da ist es jetzt nicht so, dass wir jede Runde den Waffenkoffer holen. Das geht gar nicht. Und lasst euch gesagt sein, es ist auch nicht wichtig, immer den Waffenkoffer zu holen. Man hat so viel Spaß auf dieser Map. Und das Hauptziel in meinen Augen ist es einmal, den Waffenkoffer zu holen oder alternativ die 2. Etage zu looten. Die macht richtig Spaß. Da ist viel Action, da kommen die Teams auch ran. Und ihr habt hier wirklich von allem etwas. Ihr habt Tresore, ihr habt schöne Räume. Ihr könnt eure Loaded-Waffen komplett resetten, indem ihr den Loot runterbringt in die Dead Drops in jedem in Treppenhaus. Unten ist ja der Dead Drop drin. Und dann macht ihr einen sicheren Exfil zwischen Minute 7 und Minute 5. Das ist auch eine sehr, sehr, sehr schöne Art, diese Map zu spielen. Apropos schöne Art, vielen Dank an die Kanalmitglieder an dieser Stelle, die diesen Kanal besonders unterstützen. Dankeschön dafür. Und wenn euch das Video einigermaßen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein kostenloses Abo freuen. Ich hoffe, ihr spielt diese Map, sei sie noch so schwer. Sie macht mega, mega, mega Spaß. Wenn ihr Leute sucht, wir haben eine Gruppe aufgemacht, in-game, sie heißt DMZ Germany, ist offen für alle momentan noch. Solange alles in Ordnung ist, lassen wir sie auch offen und verzichten auf Einladungen, also es kann jeder reinkommen. Die Gruppenmechanik in Call of Duty ist noch ein bisschen buggy, ich hoffe, dass es bald besser wird. Ansonsten auch gerne auf dem Discord für die Spielersuche, ich kann wirklich empfehlen, da mit Leuten reinzugehen. Es macht doch nochmal einen kleinen Unterschied. Ansonsten verbleibe ich an dieser Stelle, ich hoffe, ein bisschen geholfen zu haben. Ich sage hasta luego, hasta la vista und ciao, 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 ciao.